Wir erleben derzeit, wie der Euro abstürzt. Wir erleben eine Energiekrise, wie wir sie eigentlich seit Generationen nicht erlebt haben. Und machen wir uns mal ehrlich, es ist jetzt in Putins Hand, erstens, wie diese Energiekrise weitergeht. Und diese Energiekrise wiederum wird den weiteren Verlauf des Euro bestimmen. Mithin hat also Putin jetzt alle Hebel in der Hand, sowohl in der Energiekrise als auch das Schicksal des Euros, wenn man so will. Und weil das alles noch nicht reicht, haben wir ja hervorragende Bürokraten in Brüssel, die jetzt noch eine Versorgungskrise anzetteln, eine Ernährungskrise anzetteln. Und gegen diese Ernährungskrise gehen europaweit Bauern auf die Straße, wird kaum berichtet in den Medien, was mich sehr erstaunt, denn wir haben eine Situation, in der wir möglicherweise mit Flüchtlingsströmen etwa aus Nordafrika zu rechnen haben, aufgrund dieser Ernährungskrise. Und jetzt schafft es die Bürokratie, die ideologisch angelegt ist, hier unsere wenigstens Ernährungssicherheit auch noch zu gefährden. Also nicht nur Energie ist jetzt gefährdet, sondern so absehbar auch dann die Ernährung. Aber schauen wir uns das ganze Dilemma mal an. Es gibt ausländische Medien, die sprechen schon von Weimar 2.0. Denn schauen Sie sich das mal an, Sie haben ja gehört, dass da Aufwärmhallen vorbereitet werden durch einige Städte, falls kein Gas mehr kommt, dann ältere und ärmere Menschen in öffentlichen Einrichtungen, Turnhallen etc. unterkommen können. Und sowas gab es schon mal vor ziemlich genau 100 Jahren, nämlich im Jahr 1923, da gab es sogenannte Wärmehallen, damals Deutschland gestresst, gezeichnet durch Hyperinflation und einen verlorenen Krieg. Nun, diesen Wirtschaftskrieg zumindest haben wir noch nicht völlig verloren, aber eine Inflation haben wir bereits, wenn auch keine Hyperinflation, aber das Personal, das derzeit an der Macht ist, ist vielleicht in der Lage, auch das noch hinzukriegen. Und man spricht, wie gesagt, hier von Weimar 2.0, ist schon beschämend, muss man sagen, wie die Dinge hier aufs falsche Gleis geraten. Und man kann nicht gerade sagen, dass wir nicht verantwortlich davon wären oder dafür wären, dass das also nicht unsere Schuld ist, ein Stück weit durch eine verfehlte Politik der letzten Jahre. Wir wissen alle, es ist jetzt soweit, die Nord Stream 1 Pipeline, da kommt kein Gas mehr durch aufgrund dieser Wartungsarbeiten. Jetzt hat Herr Müller, auch ein ehrenwerter Bürokrat, gesagt von der Bundesnetzagentur, also die Lage ist sehr eng und es könnte noch schlimmer werden mit dieser Lage. Damit meint er faktisch die Gaskrise. Und wir sehen auch wieder Artikel in angelsächsischen Medien, die die Dinge offenkundig viel klarer benennen als die deutschen Medien selbst, dass das Schicksal des Euro damit faktisch in der Hand von Putin ist. Wenn diese Energiekrise weiter eskaliert, wenn es wirklich dazu kommt, dass da Energienotstand herrscht, dass Millionen möglicherweise von Menschen arbeitslos werden, dass viele Menschen frieren werden, dann bin ich gespannt, welcher internationale Investor sein Geld gerne in der Eurozone lassen möchte. Zumal wir eine gnadenlos begabte EZB haben, die es schafft, das Problem noch ein bisschen zu verschlimmern und die vor allem völlig ignoriert, dass der Euro weiter abstürzt. Wir sind jetzt unter 1,01. Also dieser Absturz erfolgt ziemlich konsequent, könnte man sagen. Wir haben jetzt seit Jahresbeginn 13,5% verloren. Und schauen wir uns mal die Inflationsraten an in Europa, dann sind wir meistens irgendwie so zwischen 10, 7, 8%, im Baltikum sind es 20%, so weit wie die Türkei sind wir noch nicht, gell, 78% von Recep lernen heißt Geldpolitik lernen, könnte man der EZB dazu rufen. Und es ist schon ein ziemliches Desaster. Und was macht die EZB? Ist sie wild entschlossen, die Inflation zu bekämpfen? Gucken wir uns mal ihren Twitter-Kanal an. Hier einer der ganz wenigen Tweets heute mit der Frage, is climate risk priced into crypto assets? Also ist das Klimarisiko in den Kryptomarkt wirklich eingepreist? Ja, also diese Frage habe ich mir auch schon seit Monaten gestellt, ob das Klimarisiko wirklich im Kryptomarkt schon vollständig eingepreist. Ist gut, dass die EZB sich um dieses Thema jetzt kümmert, angesichts einer nur leicht ausufernden Inflation, eines nur leicht crashenden Euro. Und da ist es doch gut, wenn wir eine Notenbank haben, die sich vorwiegend um diese Klimapolitik kümmert.
als wären da nicht schon ohnehin genialisch Begabte sozusagen an den Schalthebeln. Und all das schlägt sich natürlich nieder, wenn wir spüren, wenn die Leute spüren, dass da eine Notenbank agiert, die sich eigentlich um ihre Belange nicht schert. Denn es ist schlichtweg so, dass für viele Menschen das ja existenzgefährdend ist, wenn die Preise immer weiter steigen. Und so sehen wir heute Daten der Bundesbank, dass die Erwartungen der Leute immer düsterer werden in Sachen Inflation. Sie erwarten auch weiter steigende Immobilienpreise. Bei letzterem wäre ich eher nicht in diesem Camp, aber bei der Inflation, wenn die EZB weiter so agiert, wie sie es tut, da wäre ich dann dabei. Und Thorsten Polleit erinnert, Inflation, das fortgesetzte Ansteigen der Güterpreise auf breiter Front, ist stets Folge der Geldmengenvermehrung durch die Zentralbank. Es kann Inflation geben, auch wenn die Geldmenge nicht vorher massiv gestiegen ist, etwa in einer totalen Mangelwirtschaft, wo sozusagen einfach die Güter komplett zu wenig sind. Und jetzt haben wir natürlich eine ungünstige Kombination, dass wir also zu wenig Güter haben und eine zuvor massiv gestiegene Geldmenge. Dementsprechend trifft jetzt zu viel Geld auf zu wenige Güter. Und jetzt haben wir eine Notenbank, die dieses Problem nicht mal erkennt, hat man das Gefühl. Und das macht die Lage so schwierig. Kommen wir jetzt mal zu diesem Energiekomplex, meine Damen und Herren. Und alle sprechen ja über Nord Stream 1, Nord Stream 2 darf ja nicht an den Start gehen. Also, meine Damen und Herren, schlagen wir vor Nord Stream 3. Die Russen transportieren ihre Rohstoffe nach Indien. Die Inder transportieren es über Afrika zu uns und wir nennen es Nord Stream 3. Bereit, weil ihr es seid. Und das wäre vielleicht noch der letzte Gipfel der Idiotie, den wir erklimmen könnten. Wir sind schon sehr, sehr weit oben, was die Höhenmeter betrifft. Aber es kann noch mehr gehen. Also vielleicht werden wir uns dann darauf einigen. Aber kommen wir zum Ernst der Lage zurück, wenn wir uns mal anschauen. Eine Umfrage hier von Statista oder die Statista hier bringt. Da sind also 26.500 EU-Bürger gefragt worden. Etwa mit der Frage, sollten wir unsere Werte verteidigen, auch wenn es unsere Kosten steigert, auch wenn es das Leben teurer macht, sagen immerhin 59% ja, 39% nein. Aber wenn man sich mal wenn die Frage gestellt wird, ja, wie schaut es denn aus? Seid ihr wirklich bereit, diese höheren Preise etwa im Bereich Energie oder im Bereich Lebensmittel wirklich zu tragen? Dann sagen viele, sagt die Mehrheit, nee, sind wir nicht. Und vor allem ist auch interessant, hat der Ukraine-Krieg den Lebensstandard verringert? Dann sagen 40% ja, 47% sagen noch nicht, aber ich erwarte, dass es passiert und nur 11% sagen nö. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass das passiert. Also den Leuten ist klar, was da abläuft. Es ist so, dass der Preis immer höher wird. Und wer zahlt? Wir zahlen diesen Preis. Schauen wir uns mal die Handelsbilanz der Russen an, ein neues Rekordhoch aufgrund eben der steigenden Energieexporte. Also auch wenn wir sanktionieren und boykottieren, es scheint die Russen nicht so richtig zu kümmern. Vor allem China und Indien sind eben die Länder, die den Russen das abkaufen, aber auch noch andere, wie wir gleich sehen werden, die sehr bedeutend sind. Also derzeit muss man sagen, dass der Preis für uns ziemlich hoch ist. Nun ist es so, klar, wir haben einen Überfall auf die Ukraine, wir haben unendliches menschliches Leid und hier überhaupt nur die Schulter zu zucken und zu sagen, wir machen gar nichts, geht wohl auch nicht. Insofern, wenn wir schon an dem Krieg uns nicht beteiligen, was ja auch durchaus sehr sinnvoll ist, muss vielleicht in irgendeiner Form eben auch zumindest symbolisch hier Gegenmaßnahmen ergriffen werden, auch wenn die uns wehtun, auch wenn sie teuer sind. Ob es die richtigen Maßnahmen sind, ob man intelligenter vorgehen könnte, ist die Frage. Aber gar nichts zu tun und zu sagen, naja gut, haben die Ukrainer Pech gehabt, ist vielleicht auch nicht die richtige Handlungsweise. Aber kommen wir nochmal zurück etwa zu dem doch absehbaren Niedergang, den wir hier erleben. Schauen Sie sich mal hier die D-Mark in Dollar an, 1971 bis 1998. Wir waren es eigentlich immer gewohnt, die Bundesbürger waren es gewohnt und 1971 war ich schon praktisch auf dieser Welt, meine Damen und Herren, deswegen kann ich das positiv bestätigen, dass eben die D-Mark auch zum Dollar praktisch immer aufgewertet hat. Mit kurzer Unterbrechung war es immer so, dass tendenziell die D-Mark immer stärker wurde. Zum ersten Mal seit einem Menschenleben
Leben die Bundesbürger, zumindest die Westdeutschen, jetzt in einer Weichwährungsunion? Und das hat bestimmte Konsequenzen, etwa dass auch die German Assets, also die deutschen Aktien etc., so ein bisschen einen Weichwährungstouch haben. Wir erleben ja jetzt gerade ein neues Allzeittief, was die Marktkapitalisierung betrifft. Die deutsche Unternehmen praktisch an den Finanzmärkten insgesamt der Welt haben unter 2%, 1,937%, ein neues Allzeittief, das wir erreichen. Und das liegt auch am Crash des Euro, der dann natürlich auch die Energiekosten verteuert. Wenn wir uns jetzt mal anschauen, dass etwa Brentöl jetzt nur noch ein Achtel unter dem Allzeithoch von März 2022 hantiert, damals bei 118 Euro, dann sieht man, dass das natürlich inflationär ist. EZB, tu was, sagte Daniel Eckert, und wir können mit wirklich blindem Vertrauen davon ausgehen, dass die EZB ganz harsche Maßnahmen ergreifen wird. Sie könnte nächste Woche die Zinsen um 0,25% anheben. Das zeigt Stärke, meine Damen und Herren. Das zeigt, wie man hier wirklich bis ins Letzte entschlossen ist, die Inflation zu bekämpfen. Da wird also, wie ein anderer gesagt hat, zurückgeschossen sozusagen. Gegen die Inflation natürlich, also mit eisenharten Geschützen wird da agiert. Und hier hat ein spanischer Diplomat, ein sehr gebildeter Mensch, der spanische Literatur unterrichtet hat, der Botschafter war in Paris, Botschafter in den USA für Spanien, Salvador de Madariaga, 1953 folgenden Satz gesagt: Deutschland bildet das Herzstück Europas, ist im Mittelpunkt seines Körpers, im Gipfel seines Geistes, in den innersten Räumen seines bewussten und unbewussten Wesens, die Quelle seiner erhabensten Musik, Philosophie, Naturwissenschaft, Geschichte, Technik. Sie alle sind undenkbar ohne Deutschland. Wenn Deutschland fällt, so fällt Europa. Wenn Deutschland verrückt wird, so wird auch Europa verrückt. Die moralische Gesundheit des deutschen Volkes ist eine der Hauptbedingungen für die moralische Gesundheit Europas, ja für seine Existenz selbst. Wir dürfen nicht vergessen, dass Salvador de Madariaga diese Sätze 8 Jahre nach dem Ende der Hitler-Barbarei gesagt hat. Aber jetzt hat man das Gefühl, es ist wieder ein bisschen so. Und man hat das Gefühl, wir sind so ein bisschen crazy mit unserer, wir werden die Welt mit unserem grünen Wesen retten. Und dieses Denken hat sich ja leider dann auch nach Brüssel schon sehr, sehr stark verlagert. Es ist richtig, das Klima zu schützen, wo es irgendwo geht. Aber was da passiert, ist teilweise so absurd und vor allem dann wiederum unökologisch in der Folge, dass die Dinge hier aus dem Ruder zu laufen drohen. Etwa indem wir den Afrikanern sagen, was sie zu tun haben, beziehungsweise Versprechen nicht einhalten. So hat etwa die EU gesagt den afrikanischen Ländern, ja, wir wollen ja euer Erdgas importieren, aber hat Zusagen gegeben, dann ja, wir finanzieren diese Projekte. Diese Zusagen hat man nicht eingehalten. Warum? Weil man dann festgestellt hat, in Sachen Klima ist das nicht so gut. Und dementsprechend lässt man die jetzt hängen. Das ist, wie eine Dame sagte, nämlich die Frau Ramachandran, Direktor für Energy und Development beim Breakthrough Institute. Das ist grüner Kolonialismus. Geniale Bezeichnung. Die Grünen sind ja eher der Auffassung, dass sie die Welt retten und überhaupt die besten aller denkbaren Menschen sind. Aber man müsste sich mal überlegen, vielleicht selbstreflektiert, welche Konsequenzen denn das grüne Bewusstsein bei anderen hat. Es sind ja die anderen, es sind Afrikaner, es sind Chinesen, die diese extrem giftigen Dinge abbauen, die dann in einer E-Fahrzeugbatterie landen. Das ist dann der Dreck der anderen, aber wir fahren mit dem allerbesten Gewissen. Und das gilt für so viele Bereiche, die man hier nennen könnte. Und vor allem, während wir praktisch 100% Elektroversorgung haben, Elektrizität haben, ist das in den afrikanischen Ländern ganz anders. Da gibt es teilweise Länder wie Burkina Faso, die etwa 20%, wo 20% der Leute überhaupt Elektrizität haben. Und dann werden solche Projekte sozusagen aus Klimagründen nicht finanziert, beziehungsweise man gibt erstmal die Zusage und dann fällt einem ein, naja, fürs Klima ist das ja nicht so toll. Gut, dass wir hier die Kohlekraftwerke jetzt wieder rauffahren.
Insgesamt sagt auch die Internationale Energieagentur etwa, die chinesische Dominanz bei Solarpanelen ist ein Risiko. China ist auch das viertgrößte Land, was die Lithiumvorkommen betrifft, die bisher in den Batterien absolut notwendig sind, die dann Elektromobilität etwa ermöglichen. Und so sehen wir hier, wie dieser Tweet von Robert Broman zeigt, oh look, electric car fuel. Diese Kohle also als praktisch der Treibstoff, wenn man so will, für Elektrofahrzeuge, das bringt die Absurdität auf den Punkt. Kommen wir kurz jetzt noch zum aktuellen Geschehen. Wir haben ja am Mittwoch die US-Verbraucherpreise. Jim Ballard, auch genannt Solid US Economy Can Handle Rising Rates. Also man geht nach wie vor davon aus, dass die US-Wirtschaft Zinsanhebungen verkraften kann. Naja, ein gewisses Maß vielleicht, aber darüber hinaus wird es schwierig. Wir sehen aber, dass jetzt die Inflationserwartungen auf breiter Front fallen, sowohl in der Eurozone. Da sind die das erste Mal seit März unter die Marke von 2% gefallen und auch die Umfrage der New York Fed und der Konsumenten zeigt, dass zumindest die 3-Jahres-Inflationserwartungen jetzt beginnen zu fallen, während die Leute für das nächste Jahr noch einen weiteren kleinen Anstieg der Inflation erwarten. An den Märkten fallen ebenfalls die Inflationserwartungen und jetzt gehen wir ja, wie gesagt, in diese Woche der Verbraucherpreise, das wird das zentrale Datum in dieser Woche und wir sehen eine sehr negative Positionierung der Marktteilnehmer, Record Shorts, die wir hier sehen, Equity Positioning ist sehr, sehr gering, heißt das, dass es dann nach oben geht, möglich, aber nicht zwingend, denn entscheidend ist immer bei Märkten, ob wir eine Rezession haben, 11 der letzten 13 Bärenmärkte waren assoziiert mit einer Rezession und wenn wir einen Bärenmarkt sehen, dann wird der tiefer und schwieriger in einer Rezession, als wenn es keine Rezession gibt. Durchschnittlich dauert ein solcher Bärenmarkt 18 bis 24 Monate. Zurück zum Thema, meine Damen und Herren, heute jetzt praktisch klar, Brasilien wird mit Russland Deals machen, wird damit eben sich alles andere als beteiligen an den westlichen Sanktionen. Erster Artikel, den ich Ihnen empfehlen möchte und dann ein wirklich bewundernswert aufschlussreiches Interview eines Landwirten, der sagt, die EU zerstört die Landwirtschaft. Und wir werden hier auch auf die Straße gehen, so wie das in Holland der Fall ist, wo es ja schon Auseinandersetzungen gegeben hat zwischen der Polizei und den Bauern. Das kommt hier in Deutschland auch, wenn das so weitergeht, durch eine irrsinnige, ideologisch getriebene Politik, die faktisch den Bauern die Existenz nimmt, damit unsere Ernährungssicherheit komplett in Frage stellt. Zweiter Artikel unbedingt anschauen. Faszinierend, Sie sollten alle das wissen, denke ich. Diese beiden Artikel will ich Ihnen unter dem Video verlinken. Teilen Sie dieses Video, teilen Sie die Artikel von Finanzmarktwelt. Ich sage jetzt Servus und Ciao.